Wer im Evangelium vom guten Hirten nur niedliche Worte erwartet, wird enttäuscht. Das Gleichnis im Johannesevangelium hat es durchaus in sich. Der Absolutheitsanspruch, den Jesu Worte zum Ausdruck bringen, hat schon damals die Hörer entzweit. Jesus ist der einzige Hirt seiner Schafe. Sie folgen ihm instinktiv, denn sie kennen seine Stimme. Das Gegenbild zum wahren Hirten sind Diebe und Räuber. Als solche bezeichnet Jesus alle, die vor ihm kamen. Man erkennt sie daran, dass sie anderswo in den Schafstall eintreten, ohne die Tür zu nutzen, die in einem zweiten Bild er, Christus, der Retter, selbst ist. Offenbar sind alle anderen Wege und Türen Irrwege. Dass Jesus hier die ganze Heilswahrheit für sich in Anspruch nimmt, macht seine Aussagen so brisant. Gewiss hat die Intoleranz der Ich Bin-Worte Jesu bis heute viele empört. Aber Gottes Wahrheit erweist sich gerade deshalb als unteilbar, weil sie sich als die absolute Liebe erweist. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das Wort vom Hirten begegnet noch einmal in der zweiten Lesung aus dem ersten Petrusbrief. Ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten eurer Seelen. Dieses Bild verbindet sich nun mit dem Wort vom Kreuz, dem Bild einer in Jesus verkörperten absoluten Liebe. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. In Jesu Nachfolge können wir bezeugen, wenn einer recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade. Ein solches Zeugnis baut immer auf der Gewissheit, dass der Gekreuzigte wahrhaftig der Messias ist. Diese Aussage des Petrus am Pfingsttag, wie die Apostelgeschichte uns überliefert, traf seine Hörer mitten ins Herz. Sie waren nun, wie die Schafe, die im Evangelium die Stimme ihres Hirten kennen. Es ist die Stimme Gottes, die auch aus denen spricht, die den Heiligen Geist empfangen haben. Sie ruft auch uns immer neu aus der Menge der anderen heraus, mit Verheißungen und dem Anruf: Lasst euch retten.